Deaktivieren? Na, Felix, nein, lass mal den Chef hier ran. Ich hack jetzt das Geschütz. Oh, ich hab das! Geil, ich kann's ballern. So, hier in alter Wildlands-Manier. Ah, da ist jemand, warte, den will ich knifen. Ich guck's mir von der Drohne an. Ja. It's all quiet over here, ja genau. Attacke! Zack! Und voll ins Bein! Und zack! Jawoll! Jawoll! Okay, jetzt wissen sie auch, dass wir da sind. In diesem Sinne, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video Ghost Recon Breakpoint. In der Beta noch. Nachdem wir in dem letzten Video quasi alles, was wir in der Kampagne von Breakpoint erkunden können, erkundet haben, sind wir jetzt hier und haben ein cooles Auto gefunden. Schau mal. Ist ja auch Loot. Das ist viel wichtiger. Loot ist wichtiger. Tatsache. Und untersuchen können wir auch noch was. Schau mal, ein Handy habe ich hier. P90 freigeschaltet. Aufklärungsdaten. Jetzt kann ich hier wählen, was ich freischalte, Felix. Ach, so wie früher. Ja, das ist geil. USP. Ne, USP. Ich nehme eine USP. Wie kann ich das jetzt auswählen? Ja, mit Leertaste. Leertaste? Also bestätigen kannst du mit Leertaste. Tatsache. Cool, ja, jetzt habe ich eine USP. Ah, danke schön, habe ich auch bekommen. Wahnsinn. Achso, also du bekommst das, was ich auswähle. Ja. Du armes Schwein, du. Naja, du willst ja auch das, was du auswählen möchtest. Normalerweise schon, ja. Aber schau dir mal den Kübel hier an. Der Kübel ist interessant. Ha. Der Kübel schläft hier. Welcher Kübel? Der Kübel. Ach, der da? Ja, der schläft. Oh, mein Freund. Wir sind jetzt Freunde, beste Freunde. Willst du den mit nach Hause nehmen? Den nehmen wir mit. Warte, ich werde mit dir weg. Oh ne, man rennt, lässt man fallen. Man kann doch bestimmt, so wie im. Ich glaube, warte, konnte man das? Doch auf die Ladefläche werfen. Ja, das geht bestimmt. Test du doch das mal. Aber der Sound ist noch brutaler, ne? Verstauen hier. So Verstauen? Warte mal, hier. Werfen, ablegen, das wollen wir nicht. Ich glaube, die kann man nur in der Seite verstauen. Ja, dann kannst du ihn auf dem Sitz setzen. Ah, ja, wow. Der schläft nur, der Kollege. Alles klar. Der Felix hat seinen Freund dabei. So geht das an. Aber mich lässt jetzt da. Freund nimmst du mit, aber mich. Ah, cooles Feature. Schau mal. Schau mal, was wir für Spuren hinterlassen. Oh, nice. Ja, echt cool, ja. Muss okay, ich würde sagen, ich kümmere mich mal darum, dass wir eine neue Mission finden oder irgendwas. Gute können. Idee, ja. Ein bisschen was erkunden. Fahren wir doch mal diese da gibt's. Also in der Verbundstofffabrik, die ich jetzt mal markiere, können wir Sachen finden. Aha. Waffen, Schrotflinte, Desert Eagle, M4 Schrotflinte, MP5, Duo, Aufsätze. Das halt. Okay, ja gut. Ja, also was ich jetzt schon mal bemerke auf den ersten Metern so mit dem Auto, habe ich auch schon im letzten Video angeteasert, die Fahrzeugsteuerung ist deutlich besser, realistischer, ne? Besser, würde ich sagen. Und die springen nicht mehr so heftig, aber sie sind auch nicht übel direkt. Rückwärtsgang. Ach komm, Felix, du hast ein MG oben. Ja, das ist. Ja, komm, dann machen wir ein bisschen Rambazamba, komm jetzt. Ja, das können wir gerne tun. Ich packe aber das Scharfschützengewehr erstmal aus hier. Ja, es ist eine gute. Und dann sagen wir Hallo. Beziehungsweise schon rein. Die Drohne können wir doch mal auspacken hier. Gute Idee. Oh, da rutschen wir sogar runter. Cooles Feature. Ja, genau, das ist auch neu. Was ich zu den Fahrzeugsteuerungen sagen wollte, also man merkt nicht, jetzt wie beim alten, wo du einmal gedrückt hast, sieht links oder rechts und auf einmal fährt er 10 Meter nach links oder rechts. Ja, und ja. Und das ist wirklich, du musst dieses tappen. Die umrunden uns, oder wollen schon mal uns, die wissen, die kontrollieren das jetzt wirklich. Ich hab's hier markiert. Aha. Die pushen jetzt uns, okay. Das, die KI ist echt um einiges intelligenter geworden. Wir sollten uns vorbereiten, Daniel. Ich bin vorbereitet. Ich bin immer vorbereitet. Also bist du bist schon drin. Ja, ja. Aber bin ich das Einzige hier. Wir sollten uns vorbereiten. Du bist ja lustig. Ja, cool. Die reden gerade darum, dass hier irgendjemand sein könnte. Ich gehe jetzt mal da ist hoch und dann so. Sage ich Hallo zu den netten Herren. Mach das. Ich Shooters in the area. Schuss gehört von The Tiger. Ja, Mensch, Felix. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein, dann. Ja, ich werf mal eine Granate und sag Hallo. Apropos, das kann gar nicht sein. Die sind hier irgendwo hinter mir. Gefällt mir nicht so. Grenade everyone down. Boom. Tschüss. Ja, hier unten haben wir auch einige Leute. Moment.
Ah, da unten. Muss auch noch einer sein. Hello! Einen guten! Ich hätte mich beinahe aufgeklärt. Alter, nicht. Aber die KI haben eine schöne Audio, also eine schöne Vertonung. Ich finde jetzt aber generell auch das Verhalten von den KI hat mir so gefallen. Ja, alter Schwede, mich hat irgendwas Heftiges abgeschossen. Alter. Okay, wie komme ich zu dir rein? Einfach über die Mauer, oder wie? Ja, genau, über die Mauer. Du bist da oben irgendwo, oder? Genau, ich bin da oben, aber da musst du echt aufpassen. Mich ist da irgendwas Riesiges abgeknallt. Ihr denkt dann, das Game ist um einiges schwerer geworden durch zu Drohnen und so. Ach, man Quatsch. Hat halt ein paar Höhen und unterschiedlich. Und ach, Quatsch. Musik wird jetzt auch noch dramatischer und Felix weiß gar nicht wohin und Hilfe und. Ja, genau, ja, du kannst jetzt da irgendwo immer weiter hochgehen. Du bist schon richtig, ja, ungefähr. Das hört sich doch gut an. Genau. Aber pass nein, auf, nein. Irgendwo in die Richtung da, Richtung ist ein Gegner. Markierung, da habt irgendein fettes Ding geschossen. Ja, vielleicht haben die irgendein stationäres MG oder so. Ich weiß es nicht. Ich versuch's mal. Ah, da die Drohne. Ah, ja. Egal, ich heile dich jetzt erstmal. Egal. Ein Scharfschütze, hat mir gerade vorbei. Ah, ein Scharfschütze, ja, das kann gut sein, ja. Dankeschön. Ich laufe erstmal. Vielen Dank, ja. Ein bisschen laufen kann nicht schaden. Wir wurden gesehen. Gut zu wissen. Ich kümmere erstmal die Kiste. Loot ist nämlich wichtig. Oh ja, die dramatische Musik kann man mal so machen, ne? Die ist echt Epilippi-mäßig hier. Ah, Felix, ich bin am Boden. Ach. Der Scharfschütze. Ich wollte ihn ausschalten. Es ist markiert, das Geschütz. Das ist ein böses Geschütz dann. Aha, eins böses Geschütz. Okay, ich hab's mir jetzt gemerkt, hoffentlich, ja? Gut. Ist auch markiert, nicht hinrennen. Kann ich das kaputt machen? Oh, Granate irgendwo. Oh, da ist irgendwas. Ah! Dann ist es rot. Deckung! Rot ist immer schlecht. Runter in Deckung, Felix, runter da auf. Oh, Alter, was ist denn das für ein Geschütz? Wow, zurückziehen, Scharfschütze irgendwo. Alter! Die andere Seite des Dachs. Ja, genau, der Scharfschütze, ja. Bist du down? Max, ja, kurz das heilen? Ist der Scharfschütze, den ich gemeint habe. Daniel, magst du den mal kurz... ja, ich habe ihn gerade erstmal ausgeschalten. Ich denke, das Geschütz ist... Oh, ich bin rot. Ich sehe rot. Jawohl, super geil. Und die Musik ist wieder dramatisch, ey. Also die Effekte sind schon deutlich besser als in Wildlands. Und generell schaut das Ganze sehr cool aus. Das Geschütz hat nie auf uns geschossen bis jetzt, oder wie? Nee, ich glaube, das können wir selber für uns beanspruchen. Ja, da geh jetzt mal hin. Mach das aber. Hallo, guten Tag. Oh, ich kann es deaktivieren und Geschütz hacken. Hacken. Ja, hack doch mal. Hacken Moment. Gut, bis auf den roten Bereich geht. Ich krieg hier gerade noch... Aua! Aua, 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 aua. Leicht verletzt, ja, ich glaub's dir. Warte, wie kann ich mich jetzt heilen? Ah, nee, das ist eine Granate. Gut, die werf ich mal. Wie kann ich mich jetzt heilen? Deaktivieren? Na, Felix. Nein, lass nein, mal nein, den nein, Chef ran. Lass mal okay, den Chef hier ran. Ich hack jetzt das Geschütz. Oh, ich hab das! Geil! Ich kann's ballern. Oh, das ist ein bisschen verbuggt. Aber gut. Wow! Oh, das ist ja alles autonom, das ist echt schlimm. Lol, das schaut richtig komisch aus, Felix. Also wenn du dann später mal meine Aufnahmen hier siehst, ey. Das Geschütz, das hat echt Probleme. Aber generell werden wir gerade von hinten gepusht. Ich weiß nicht, ob das Geschütz auf 160 oder 180 Grad mal drehen kann. Ja, kann ich. Wenn ja, dann tu das. Hab ich schon. Roter Bereich. Bin gerade hier aber auch vorne beschäftigt. Alles beschäftigt. Heute hier. Ich habe mir das am Anfang irgendwie leichter vorgestellt. Aber es liegt vielleicht daran, dass es gut gemacht ist. Nicht so wie im Ghostwing Wildlands, da wo da so 5 Wachen sind. Och, scheiße, Scharfschütze. Jetzt ist er tot. So, haben wir es jetzt mal hier. Kann ja nicht wahr sein. Gut, ich hätte gesagt, weiter geht's. Ey, wenn du das Geschütz bedienst, ey, da wirst du echt krank, ne? Oh, Epileppi rot. Oh Mann, ey, ich müsste mich mal heilen, Mensch. Hinter uns. Ah, okay, das ist meine Fähigkeit, sehe ich gerade. Mit Y, ja, kannst du die Fähigkeit. Ja, sehr gut. Den probieren wir mal unsere Fähigkeit. Da? Oh, rot. Mich würde es aber gerade echt interessieren. Warte. Ah, ich kann ja so das Verbandsmaterial auswählen und mich dann heilen. Okay, also mit Alt auswählen und dann mit G quasi anwenden. Oh, genau. Oh, ich werde gerade... Aua, hey! Aua, Felix, ich bin tot. Was machst du denn dann? Ja, ich habe mich gerade geheilt. Oh nein, irgendwo werde ich aufgedrückt. Ich wurde gerade während des Heilens... angegriffen und ich wollte es abbrechen, aber es hat zu lange gedauert. Ah, das ist geil. Also ich so oft wie wir jetzt allein hier gestorben sind. Du sollst dir Morphium geben, glaube ich. Das geht schneller nämlich. Ach so. Okay. Also vor allem heilen solltest du, glaube ich, echt nur in ruhigen Positionen machen. Ah, okay. Ja, ich probiere es mal. Oh ja.
Ja, das ist das Ballert. Der Scharfschützen ist. Oh, Alter, wo kommen diese Raketen? Mehr von dem Zeug. Das ist wie so ein Mörser, ey, die ganze Zeit. Wo ist der Scharfschütze? So. Lass uns mal da runter gehen. Hier oben sind wir zu offen, Felix. Nein, doch los. Wie kommen wir denn jetzt hier runter am besten? Keine Ahnung, solange es hier. Da, wo wir hochgekommen sind, muss ich sagen. Der hat einen Raketenwerfer da hinten. Oder so. Was? Wo? Wo bist du? Den Loch einfach. Das Loch einfach durchspringen hier oben. Was? Hier. Oben, oder wie? Nee. Ah, ich jetzt da extra hier hoch? Nee, da bist du nicht. Hab ein Weilchen gedauert. Das ist eine Lagerhalle. Oh. Oh ja. Oh, ich hab hier ein paar Freunde. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab da was für die. Ah ja, das sind die Gäste. Oh. Gasgranate! Hello! Oh. Viel Spaß beim Einatmen, meine Freunde. Sehr schön. Also, ich werde mal gerade hier mal die Waffe wechseln zu P90, weil ich finde das, glaube ich, hier ziemlich cool. Weil deine Verteidigung ist ja ganz gut, da wundere ich, dass du das bist. Ah, ja, ja, ich habe hier zwei. Oh, leco mio. Der hat eine Schrotflinte, ich bin am Boden. Ah, wie oft wir jetzt schon, gestorben sind in dem Spiel. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Es ist echt. Wir sind auch noch nicht dran gewöhnt, so an alles. Ja, ich muss sagen, wir gehen halt noch sehr schnell voran und vielleicht sollte man das auch gar nicht tun. Und wir testen halt nochmal aus. Wir sind es halt gewohnt aus Wildlands. Da kannst du halt drauf gehen, welche Schwierigkeitsstufe du hast. Da ruft immer Felix mit seiner Sanitätsdrohne. Ne? Abgesehen davon, die KI wartet dann so lange, bis du eigentlich bis du kommst. Felix, willst du mich nicht mal wiederbeleben? Hab ich doch. Nee. Bei mir, okay. Kann ich nicht wiederbeleben mehr. Hä? Willkommen in der Veda! Okay. Ich hab dich bei mir schon wiederbelebt. Oh, danke. Ich hab davon nichts bemerkt. Also, mehr kann ich jetzt auch nicht. Warning, oder? Terrorist Attack steht da auf dem Screen. Oh, Waffe auswählen. Ja, nimm die Waffe einfach, ist mir egal. Oh, da ist jemand, Felix. Da willst du dir Hallo sagen. Ah. Ja. Ah, jetzt kann ich dich wieder heilen. Jetzt. Jetzt könnte ich auch bei dir spawnen. Das ist aber egal, ich halte dich. Bei mir machst du noch gar nichts, ne? Ist mir egal, ich mach was. Ich bin immer noch nicht wiederbelebt. Ja, dann ist es mir auch egal. Dann stepp halt da, der will keinen Bock mehr. Hat er gut funktioniert, Mensch. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abseits, egal. Jawohl, und ich bin verletzt. Das ist eine super Voraussetzung. Aber euch auch, leicht verletzt. Ich humpel ein bisschen. Ja. Herzlich willkommen. Warte mal, das müssen wir noch ganz kurz mal ändern hier. Bandagen Simulator 2019 hier. Gib uns mal Morphium. Ah, wir haben unendlich Bandagen. Das ist cool, ja. Ja, aber die brauchen dafür ziemlich lange, ne? Das ist sozusagen. Morphium hat man nicht unendlich. Aber dafür einmal eine Spritze geben und dann geht's wieder top. Sicher. Oh. Nice. Aufsatz freigeschalten. Ich wollte doch jetzt mal in Ruhe bitte mal meine MP90 auspacken. Darf ich das jetzt mal in Ruhe bitte machen? Also. Man nehmen mein MG packe ich mal aus. Aus der Stadt SG mal mit P90 aus. Also jetzt bin ich hier für Nahkampf ausgestattet und bin auch braun. Perfekt. Ich habe jetzt mal ein Auto und komme zu dir. Ich glaube, wir haben aufgeräumt. Haben wir das? Ich glaube schon, ja. Die spannende Musik ist nach wie vor aktiv. Oh Mann, ey. Bleibt jetzt spannend, ne? Hallo Wildschwein. Tschüss Wildschwein. Also ich renne jetzt mal gerade wie so ein Blöder durch die Basis, aber das geht aktuell ohne Probleme. Gute mal, ne? Da muss er die Sachen wieder nutzen. Damit es ja mal ein bisschen ruhiger ist. Und wenn man, glaube ich, zu viel halt da rumrennt und halt beziehungsweise generell lange spielt, dann muss man ja auch das eben ausruhen. Ah, das ist deshalb Igel, wo sie meinten, dass man sie finden konnte, ne? Bei mir. Hier oben. Interessant. Ah, eine M4 gefunden. Eigentlich eine Schrotflinte. Oh, nice. Ja, das ist, wenn man mit der Maus bin hier über dieses Camp gegangen. Ja. Anne? Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Naja, wir müssen ja wissen, was wir hier tun. Und wir müssen wissen, was wir tun. Okay. Ja, das wollte ich jetzt gerade auch machen. Weißt du, was wir noch da ist ja nichts passiert. Wir nehmen mal das hier, C4. Ja. Nee, erzünden. Oder so, wenn du drauf schießt, geht's natürlich auch. Aber das war jetzt, was war das? Das war das, das war nur das hier. Das war mein C4. Und dein C4. Aber das hat nichts viel gebracht. Also das da war das. Ja. Na? Ja, gut. Ja, okay. Also das ist ein sehr massives Teil.
Muss schon sagen, es hebt viel aus. Haben wir den Laster hinten rein? Nee. Egal, Felix, den fahren wir jetzt. Okay. Da haben wir nichts anderes zu geben. Das ist mein neuer. Ich check mal hier die Lage, ne? Wagen. Ciao. Also wie gesagt, wenn der Maus noch mit drüber gegangen ist, hat man gesehen, dass man noch einiges freischalten konnte und getan haben. Hier ist das nächste Dorf. Ich bin im Wärmebildmodus bei mir jetzt schon. Ah, gönn dir. Aber ich muss sagen, die Sounds sind auch nicht schlecht. Schau mal da vorne. Auch die HTI. Oh, da müssen wir hin, Daniel. Da müssen wir hin. Das ist das Scharfschützengewehr, was ich rausgekommen hatte. Genau da, wo ich es markiert habe. Ein Kilometer. Ich geb Stoff. Das geilste Scharfschützengewehr zumindest im Wildlands. Oh. Irgendwie finde ich den Truck. Aber es ist auch das geilste in Breakpoint. Wissen wir nicht. Es schau mal, das ist ein Feind. Kaliber 50. Schau mal. Boom, Digga! Ein kleiner Ausflug in den Wald, hä? Also ich finde aber der Truck, wenn der hat so ein Oldschool-Design mit modernen gepaart, finde ich, oder? Ja. Du, wenn du vorne guckst, ja. So Indiana Jones-mäßig, diese alten Trucks, diese Ami-Schlitten da. Ja. Aber auf der anderen Seite so glatte Flächen. Ja, ja, ja. So, wollen wir hier stehen bleiben, ne? Das ist korrekt, hier wollen wir parken. Ja, ich hab geparkt schon mal, ne? Haben wir genug Deckung hier. Hast du ein Motorrad? Tatsache. Wir als Motorrad lieber müssen erstmal abchecken, ob das auch ein gutes Motorrad ist. Kann man direkt mal benutzen, das ist aber ein Trail, also Offroad. Let's go! Deck dich mal hier. Abspringen! Muss man das MG hier auspacken. Abspringen ist etwas hakelig. Hi! Oh, ich hab die falsche Waffe. Hallo, guten Tag. Meine Damen und Herren. Oh, erstmal die Kiste durchsuchen. Paris Actic, das stimmt doch hier gar nicht. Ja, nee, guten Tag. Hi. Kiste, also. Oh, was gibt's hier in der Kiste? Alter, so ein Spacken. Ich hab ihn erwischt. Mütze. Hast du einen Nahkampf wieder gemacht? Das war übelster Nahkampf, Alter. Der hat das Messer so weggedrückt, ne? Und ja. Ich hab ihm dann die Hand weggeschlagen und dann zack, zack, zack mit dem Messer rein. Ah, hast du gerade eine Waffe freigeschalten? Ich weiß nicht. Der will das Motorrad klauen. Jawohl, sehr schön. Gut. Und wo gibt's das, was du meintest, das Scharfschützengewehr? Das ist eine dieser Kisten. Es wird immer nur markiert, das, was es in dieser Umgebung gibt. Aha. Und dann kannst du halt dann irgendwie absuchen oder abchecken. Interessant, ja. Oh, was ist das für ein Serverraum? Ah, nee, was ist. Nee, das ist. Nee, was ist das? Das ist kein Serverraum. Der 3D-Drucker, Daniel. Ein 3D-Drucker? Sogar mehrere. Lass doch mal was drucken hier. Ja. Mal eine gescheite Waffe. Oder ein gescheites Auto. Ach, die hier? Ja. Cool. Oh, guck mal. Das ist eine Drohnenfabrik. Schau mal hier. Die haben so Drohnen ausgestellt. Drohnenteile. 3D-Drucker mit Panzerglas, ey. Ah, ja. So, irgendwo muss jetzt eine Kiste sein. Die muss über hier? Uns sein. Ah, die ist über uns, die Kiste. Kommen wir nach oben? Ja, ja, ja. Wer da? Ach, da! Also, wenn das die Fabrik ist, Alter, da will ich auch arbeiten. Die ist ja moderner alles, Alter. Schaut auch sehr modern alles aus. Ich meine, wir waren ja in Ghost Recon Wildlands in Bolivien, ne? Aber das hat in der heutigen Zeit gespielt. Ja, aber Bolivien. Ja, Bolivien. Ja, Bolivien ist halt nicht sehr edel. Nee. Bolivien ist halt zurückgeblieben in dem Sinne. Stimmt auch wieder, ja. Und, ja. Also hier war die HTI drin. Fundstück. Neue Entdeckung, Felix. Und ich habe hier noch was. Jetzt kann ich wählen zwischen einer Adpial oder Dead Horse Swamp Biwak. Ich nehme das Biwak, oder? Ja, okay, die Auswahl. Okay. Karte aktualisiert. Jetzt habe ich irgendein Biwak freigeschalten. Ach so, ja genau. Ich denke immer, wenn ich Biwak höre, an Zwieback. Was ist denn das? Das ist... Nee, klar, das sind... Naja, es ist mal so, kann man am Biwak auch futtern, ne? Ja, aber es ist nicht ein... Nein, das ein ist ein Biwak. Nein, das ist... Allerdings. Also ja, hier ist die HTI drin. Ja? Ja. Tatsache. HTI. Granatapfel eingesammelt. Oh, geil. Granatapfel? Genau. Wir wären Granaten lieber, ey. Ich hab keine mehr. Es ist wieder so wie geschossen. Warum ich die Gegend geschossen? So, ja, machen wir weiter, oder? Ja, aber ich will noch eine Kiste mitnehmen. Irgendwo war eine Kiste. Exklusiv, das sind doch Explosives. Komm ich hier rein? Exist denied. Kann man das bestimmt irgendwann nochmal freischalten hier da?
dass man jetzt nicht irgendwo reinsprengen kann oder reinhacken kann. Immer von aus. Okay. Ja, das ist schon mal alles schön und gut, was wir hier machen, aber ich möchte ein paar Missionen machen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich bin gleich verletzt. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin leicht verletzt. Nee, der lag ja so wieder, weil er den MG handelt. Ich denke mir die ganze Zeit so, warum ist er denn so? Träge. Ach ja. Der humpelt so. Wann bist du nun mal fertig, damit wir mal weitermachen können? Ja, ich bin gerade hier. Chocolate ist hier südöstlich von Dead Horse Wop. Ersetzen. Okay, hab eine neue Mission uns besorgt. Schau mal, was ich in der Zwischenzeit herausgefunden habe. Ja, was denn? Hier. Sag, what? Ja. Guck mal, da Zug. Du kannst nämlich, wenn du L drückst und unten auf deine Liste da, dann kannst du das ändern. Und wir haben ganz viele Sachen. Simultanschussdrohne, Blendgranate, Ablenkungskörper, C4-Ladung und eben auch den Raketenwerfer. Ich sehe es, ja. Yes. Komm Felix, wir fahren weiter. Warte, wir nehmen wieder unseren coolen Truck. Oh. Der hat einiges ausgehalten, der wird auch alle Der war gut, soweit wir herausgefunden haben. So, wohin geht's denn jetzt? Das letzte Ziel für heute. Ja. Wird mir hier grob markiert, da müssen wir hin. Schau mal, Burnout. Mit dem Truck. Wuhu! Weg mit dir, du Zegel, aber. Oh, die sind standfest, die Dinger. Hast du das gesehen? Das ist heftig. Elektroautos der Zukunft. Standfest. Ja. So. Oi. Traktionskontrolle und so. Oi. Ja, guck mal, links. Ach, das ist Gegner, okay. Ja, da wollen wir nicht. Ja, Bitte die Abkürzung nicht durch den Fluss nehmen, das wäre ganz nett. Wieso nicht? Ich glaube nicht, dass das Amphibientechnik oder tauglich ist. Ich kann es überhaupt nicht teilen. Besonders der Panzer nicht hier. Ach Quatsch. Der hat doch oben den Schnorchel. Der kann sicher tief ins Wasser. Bestimmt ein bisschen kann er schon, aber. Wollen wir das testen? Diskretion bitte. Ernsthaft? Einsatz in der Nähe, Diskretion bitte. Südöstlich von Spurs. Ja, aussteigen. Haben wir schon. Da hast du schon wieder die Aufmerksamkeit. Mit dem Truck sind wir halt einfach nicht zu übersehen. Felix, ich habe eine Idee. Ja, aber was denn? Ich habe mal die Drohne los. Na, ich glaube, die brauchst du gar nicht. Oh nein. du hast nur einen einzigen Schuss oder drei hatten wir. Drei habe ich. Das reicht. Hallo, da lebt noch einer. Oh! Felix, bitte einmal wiederbeleben. Ach ja, das ist. Ich habe mich selber geraketenwerfert. Linie senden. Dass wir die Gegner so töten, dass der uns nicht tötet. Bitte Rückstreuzone Freiheit. Boom. Okay. Das ein Psovi, würde ich sagen. Ja, Diskretion bitte, ja? Warte mal, ich kann nicht tragen. Schau mal, gute Freunde machen was, ne? Ich sehe das gar nicht. Also die Synchronisierung ist nicht vorhanden. Noch, jetzt trage ich dich erstmal. Ah, ich habe immer noch nichts. Okay, jetzt will ich dich in der Theorie tragen. Und in der Praxis trage ich dich auch. Komm dann, wir gehen spazieren. Ich will aber nicht. Was haben wir denn hier für ein Loot? Oh, Kaliber 5,56. So, wenn ich jetzt hier hinlege, ablegen. Also sieht komisch aus, ehrlich gesagt. Drohne oder irgendwas anderes oder. Oh nein, sie findet mich gleich und. Oh scheiße. Ich lege mal unter das Auto. Und ich halte ihn nebenbei noch. Ja, das ist eine gute Idee. Und gleich sind wir tot, weil da ist ein roter Bereich, wo wir markiert wurden. Dann erst, wenn du wach bist, renn! Okay, ja, dann würde ich gern wiederbelebt werden. Ich bin immer noch nicht wiederbelebt. Renn. Gut, ich tue schon respawnen. Okay. Hat ja eh keinen Sinn hier, ne? Oh mein Gott, da kommen Gegner. Da bin ich. Oh, ja. Geh heilen, die Spritze rein. Renn damit. Genau. Die sind nicht so erfreut. Wenn die Drohne ist, man sollte sich von der nicht. Ach, das sind die Boss. Das sind die Boss-Enemies hier, Felix. Naja, wenn die Drohne unterwegs sind. Ich bin am Boden übrigens. Wow, ach ja, was das meinst du jetzt? Ach du Scheiße. Oh nein.
Die wurden getötet. Oh Mann, ey. Also, da werden wir weggeschnetzelt, ey. Drohnen sind böse. Ja, alles klar, wir sind direkt daneben gespawnt, Felix. Ey, ernsthaft, Leute, ich hab Besseres zu tun, tut mir leid. Ich lade noch. Das ist einfach mal da ein bisschen machen, ne? Ja, also grafisch schaut das Ganze deutlich besser aus und auch von den Effekten natürlich. Aber ich bin gespannt, was uns in der Kampagne erwartet. Wir konnten jetzt halt fast gar nichts sehen, ne? Das waren zwei Missionen gefühlt. Ja, das war halt jetzt gar nichts. Und das war halt wirklich so, ja, apropos, wir existieren, wir dürfen nicht von der Insel, ciao. Ja, genau, wir kommen an, werden sofort runtergeholt und dann war es das erstmal, ne? Mochten sie diese Mission? Nein. Die warten ja super. Vergessen. Und ansonsten bin ich gespannt, ob wir weiterhin dieses Feedback geben müssen, dann wenn wir in der Vollversion sind. Ansonsten, am 20. Kokainlager würde ich mal bestreiten, auch mal Nein zu drücken. Ah, warte mal, da müssen wir nochmal mit dem Marketing ran. Irgendwas stimmt beim 21. Kokainlager nicht. Ich leg mich mal hin und geh schlafen, ne? Tarnung in Bauchlage. Gute Nacht. Das tun wir auch mal. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, Felix, du hast die abschließenden Worte. Es war mal wieder schön, Ghost Recon zu spielen. Gucken, ob es besser wird. Ciao. Genau, das machen wir, das schauen wir uns an. Spätestens ab dem 4. Oktober geht's weiter. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao.